Christopher Andersen, hinter euch liegt ein vollgepackter, aber auch leider siegloser März. Insgesamt 7 Spiele, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, viele davon auch leider total unglücklich. Was nehmt ihr davon mit für die kommenden Spiele? Ja, wir wissen schon Bescheid, dass wir jetzt punkten müssen. Wir wollen so schnell wie möglich von uns absetzen. Das war schon das Ziel davor. Wir haben gegen Rödinghausen, Fortuna Köln eigentlich gute Spiele abgeliefert. Dann haben wir wieder gegen Bergisch Gladbach und Lippstadt wirklich Spiele, die man eigentlich nicht mehr erklären kann. Weil eigentlich haben wir schon dann eine Matchplan und jeder weiß, worum es geht. Aber trotzdem setzen wir das sehr schlecht um. Und das haben wir diese Woche aufgearbeitet. Und ich glaube, die Mannschaft weiß, worum es jetzt geht. Nach den zahlreichen englischen Wochen sieht der Spielplan jetzt ein bisschen überschaubarer aus. Kommt euch das entgegen, hier wieder mehr auf dem Trainingsplatz zu stehen? Ja, ich glaube schon, dass es jetzt auch eine Zeit kommt, wo wir eigentlich Sachen trainieren können, weil seitdem ich hier bin, haben wir eigentlich 5 englische Wochen gehabt in 6 Wochen. Deswegen, da kannst du eigentlich nur regenerieren und spielen. Und jetzt kommt eine Zeit, jetzt nach dieser englischen Woche, wo du eigentlich mehr Sachen trainieren kannst. Und ich glaube, das wird auch die Mannschaft gut tun. Am Samstag dann das Heimspiel gegen den SV Strahlen. Was erwartest du vom Gegner? Das Hinspiel ging ja für beide Mannschaften torlos aus. Ja, Strahlen ist eine gute Mannschaft, hat in der Rückrunde gut gepunktet. Gestern nochmal auch gegen Münster eigentlich die letzten ersten 20 Minuten sehr gut gespielt und Führung gegangen. Und ich glaube, das wird ein guter Gegner. Ne? Die haben spielerische Qualitäten und auch körperliche Qualitäten. Und darauf muss man vorbereitet sein und dagegen halt und unsere Chancen diesmal auch eiskalt nutzen. Wie steht es um den Kader? Wie könnt ihr am Samstag auflaufen? Ja, da will ich bis die letzten Moment, letzte Eindrücke noch gucken und wirklich gucken, wer sich da aufdrängt und wer ich spielen will und die Sachen umsetzen kann, die wir uns vorstellen. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist die Saison ja irgendwie gelaufen. Um was geht es für euch dann jetzt noch? Gelaufen ist es noch nicht und es geht um Punkte und Prämie und jeder will sich eigentlich auch noch gut präsentieren in die Restspiele und ich glaube, jeder Spieler will noch Punkte hier holen und zeigen, dass wir da 13. Platz nicht gehören oder 14. Platz da gar nichts zu suchen haben. Super, danke. Gerne. Ja, Frederik Baum, du hast im vergangenen Spiel ordentlich was abbekommen. Was ist ganz genau passiert und bist du wieder fit? Ja, also der Gegenspieler hat mich am Kopf getroffen. Ich gehe zum Kopfball, er sieht mich nicht und trifft mich dann mit seinen Stollen am Kopf. Dann eine Platzwunde entstanden, die dann mit 4 Stichen genäht wurde. Keine Gehirnerschütterung, deswegen alles gut. Die Fäden werden nächste Woche gezogen, aber das sollte mich nicht hindern. Du hattest zuletzt 2 Einsätze bisher. Trotzdem, wie hast du diese intensive Zeit im März? Ihr hattet 7 Spiele insgesamt erlebt. Ja, also auch ich habe zwar nicht so viele Spiele gemacht, auch bei uns geht das ziemlich auf die Knochen, weil wir dann immer gerade Ersatztraining haben. Wir reisen dann auch zu den Spielen mit. Das ist auch für uns intensiv. Aber letztendlich ist es unser Job und da heißt es dann schnell regenerieren und am nächsten Tag gefühlt geht es schon wieder weiter. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast in den vergangenen Wochen hart gearbeitet. Was hast du ganz genau gemacht? Welche Ziele hast du? Ja, für mich geht es auch um meine Zukunft und ich habe auch selber gemerkt und mit dem Trainerteam auch, dass ich ein bisschen fitter werden muss, einiges an mir arbeiten muss. Und deswegen habe ich da ein paar Extra-Einheiten noch geschoben, auch zu Hause, die Ernährung umgestellt. Und das zahlt sich aus und wird dann auch am Samstag in Bergisch Gladbach dann auch belohnt. Jetzt am Samstag dann das Heimspiel auf dem Tivoli. Was erwartest du vom Gegner? Ja, Strahlen ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison spielt. Die sind natürlich, stehen ganz gut da. Die versuchen schon Fußball zu spielen, spielen aber auch einen klaren Ball, also versuchen da keinen großen Dinge, sondern die einfachen Dinge. Trotzdem können wir sie mit einem Sieg wieder überholen und das sollte auch unser Anspruch sein. Deine vertragliche Situation ist noch unklar. Wohin möchtest du? Was hast du dir vorgenommen? Ja, am liebsten natürlich hier bleiben, aber da sind ja mehrere Leute dran beteiligt. Aber ich bin da auch offen. Also ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Für mich geht es darum, dass ich eine Perspektive habe, wo ich auch Spielzeit bekomme. Und das ist gerade in meinem jungen Alter das Wichtigste. Super, danke.